Man hat bisher nicht sorgfältig genug darauf geachtet, dass die Klimakrise eingebettet oder dass das Verständnis über die Klimakrise eingebettet wird in das Verständnis über eine weitere ökologische Krise. Inzwischen ist Kernenergie und Kohleenergie und so weiter ökonomisch der Photovoltaik Wir unterlegen. wollen lieber Wandel und es hat sich so richtig so ein Schwung irgendwie teilweise ergeben. Einer muss es ja machen. Wie weiter nach der Pandemie? Verantwortung der Wissenschaft für die Zukunft. Ein Podcast der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler in Kooperation mit der Zeitstiftung. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Einer muss es ja machen. Hier diskutieren wir Themen, die uns alle betreffen: Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Digitalisierung, Pandemien. Und zwar mit erfahrenen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, also denen, die es ja machen, und mit jungen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern, also die, die es machen werden. Heute haben wir einen ganz besonderen Podcast. Heute diskutieren wir die Frage, wie wir die Klimakrise meistern können und das auch noch sozial gerecht. Also wissenschaftlich gesprochen, wie kann eine sozioökologische Transformation gelingen? Ich bin Maria Reinisch, Geschäftsführerin der VDW, der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, die genau für VDW steht, nämlich für Verantwortung der Wissenschaft. Heute haben wir eine besondere Runde. Heute wollen wir Antworten finden, indem wir Wissenschaft mit Aktivismus und Politik zusammenbringen. Und zwar in Person von Luisa Neubauer, Professor Ernst-Ulrich von Weizsäcker und Vivi Scheel. Luisa Neubauer kennt ihr alle. Sie ist eines der Gesichter von Fridays for Future. International, aber ganz besonders natürlich in Deutschland. Fridays for Future hat sich stark dafür gemacht, dass das Thema Klima, Klimagerechtigkeit in das Bewusstsein der Politik gekommen ist und hat diese auch maßgeblich verändert. Vieles ist über Demonstrationen geschehen, vieles im Zusammenschluss mit der Wissenschaft und basierend auf wissenschaftlichen Fakten. Jenseits von Fridays for Future studiert Luisa Neubauer an der Universität Göttingen Geografie und Ressourcenanalyse und Ressourcenmanagement, was auch sehr, sehr stark mit dem Thema Meistern der großen Krisen zusammenhängt. Und auch stehen immer wissenschaftliche Fakten im Mittelpunkt. Und so haben wir heute auch Ernst-Ulrich von Weizsäcker dabei. Er ist einer der weltweit großen, bekannten, anerkannten Umweltwissenschaftler mit einem ganz vielseitigen Lebenslauf. Denn er war nicht nur in der Wissenschaft, beispielsweise als Gründungsdirektor des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie tätig, sondern er war auch Abgeordneter im Bundestag. Vorsitzender des Umweltausschusses war er für 3 Jahre, genauso wie 3 Jahre lang davor Vorsitzender der Enquete-Kommission Globalisierung. Außerdem war er der Co-Präsident des renommierten Club of Rome bis 2018 und er hat dort maßgeblich dafür gesorgt, dass ein Buch entsteht, Come On oder Wir sind dran, in dem es um nachhaltige Antworten für die ganz großen Herausforderungen geht. Ernst-Ulrich von Weizsäcker war viele Jahre Vorstandsvorsitzender der VDW. Und er wurde für sein Engagement vielfältig ausgezeichnet. Von Chile bis Tokio, vom Bundesverdienstkreuz bis zum Deutschen Umweltpreis. Und immer setzte er sich für ein neues Denken ein, eine neue Aufklärung und immer im Dialog mit der jungen Generation. Und die dritte im Bunde ist Vivi Scheel. Sie ist aktiv in der jungen VDW, Studentin an der Freien Universität Berlin und studiert Politik mit Schwerpunkt politische Soziologie. Schon in der Schule wurde ihr vorgeworfen, eine Idealistin zu sein. Und sie sagt, sie ist es heute immer noch und kämpft dafür, dass Menschen, auch Politikerinnen und Politiker,
zu ihrem Wort stehen. Aber heute wird sie ihre Fragen stellen. Und jetzt starten wir wie immer mit unserer beliebten Schnellfragerunde. Ich sage zwei Worte und ihr müsst euch für eins entscheiden. Und wir machen es so, dass es der Reihe nach beantwortet wird, damit es kein Durcheinander gibt. Luisa fängt an, dann Ernst Ulrich und zum Schluss Vivi. Und wir machen heute neue Regeln. Im Sinne von Ernst Ulrich von Weizsäcker haben wir nämlich das Spiel abgewandelt. Das heißt, ihr sagt entweder das Wort, für was ihr euch entscheidet, oder ihr nutzt die Weizsäckersche Sonderregel, dass ihr auch Balance sagen dürft. Denn Balance, wie Yin und Yang, ist ja ein ganz wichtiges Thema. Und ihr habt auch einmal die Möglichkeit, keins oder beides zu sein. Die erste Frage. Verantwortung oder mir doch egal? Luisa. Würde ich eine ganz gewagte Verantwortung setzen. Ernst. Gleiche. Vivi. Verantwortung, klar. Wissenschaft oder Intuition? Beides. Beides. Intuition. Fachzeitschrift oder Social Media? Social Media. Fachzeitschrift. Social Media. Sicherheit oder Risiko? Das Ding ist so kryptisch, aber ich würde sagen Sicherheit durch Risiko. Ja, also wenn beides. Also ich glaube, es geht, also das eine geht nicht ohne das andere. Dann würde ich. Also dann wäre doch Balance das Richtige. Dann oder? Ist es Balance, genau. Gut. Balance. Ja, Balance. Einsicht oder Notwendigkeit? Ernst Ulrich, jetzt fang du an. In diesem Fall eindeutig Balance. Notwendigkeit. Notwendigkeit. Nationale Regelung oder internationale? Internationale. Balance? Ja, ich denke schon, Balance. VDW oder junge VDW? VDW. Junge natürlich. Fridays for Future. Dann haben wir noch Fake News oder keine News? Hauptsache News. Ich glaube, ich hätte lieber keine dann. Ich würde sagen, es kommt schon im Kontext, aber allein auf so einer Insel. Das wäre ja das Beispiel jetzt. Ohne irgendwas und irgendwen und niemand, der mich unterhält, dann hätte ich lieber Fake News, wenn es die einzige Form von Entertainment ist. Ja, wenn ich jetzt aber nicht zufälligerweise auf einer einsamen Insel bin, dann würde ich, glaube ich, dann lieber auf die News verzichten. Alles klar. Konsens oder Kompromiss? Konsens. Konsens. Glaube ich nicht dran. Ich glaube, es ist ein Kompromiss am Ende. Okay, jetzt fängt Vivi an. Keine Ahnung oder schon gewusst? Keine Ahnung. Beides. Keine Ahnung. Pragmatismus oder Idealismus? Idealismus. Pragmatismus. Balance. Okay, und jetzt die letzte Frage. Demokratie oder Ökoregime? Balance? Ökodemokratie? Demokratie. Balance. Super! Jetzt sind wir dann auch schon direkt im Thema drin. Jetzt wollen wir in der Diskussion den Antworten näher kommen, wie wir ökologisch und sozial Antworten finden für die Klimakrise und die soziale Krise, wie wir das in den Griff bekommen können. Wie können Wissenschaft, Aktivismus und Politik das gemeinsam im Zusammenspiel so hinkriegen, dass wir tatsächlich diese großen Ziele ökologisch und sozial erreichen? Starten möchte ich jetzt mit der Frage, wie können wir es schaffen, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen? Oder ist es überhaupt noch möglich? Luisa, du hast ja auch einen ganzen Podcast dazu. Ja, in der Tat. Also wenn wir uns die wissenschaftlichen Erkenntnisse oder sozusagen the best available science angucken, wie man das so sagt, dann ist es grundsätzlich im Raum des sozusagen wissenschaftlich Möglichen, die globale Temperaturerhitzung bei etwa 1,5 Grad zu stabilisieren. Das heißt nicht, dass man nicht zwischenzeitlich darüber hinaus schießt, aber das kann sozusagen sich dann roundabout bei 1,5 Grad einpendeln.
das ist sozusagen nicht der Punkt, woran es hakt, dass wir die Gewissheit haben. Was wir nicht haben, ist die Gewissheit, dass Regierungen das Notwendige dafür in die Wege leiten und Industrien, Finanzmärkte und die zivile Öffentlichkeit ebenso. Das ist das, woran es hakt, wenn wir von 1,5 Grad sprechen. Dem würde ich vollständig zustimmen. Die Leute, die sich als unterprivilegiert oder arm empfinden, sind leider zurzeit die Gegner des Klimaschutzes. Die Entwicklungsländer, das Einzige, was sie am Thema Klima interessiert, ist Geld vom Norden für die Anpassung an den bereits geschehenen Klimaschaden. Und wenn man sie dann fragt, ja, und was macht ihr im Klimaschutz? Dann sage ich, das ist nicht unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe des Nordens. Und das sind aber 4/5 der Menschheit, ja? Die sagen, das ist nicht unsere Sache, sondern die von den restlichen 20%. Und da kann das nicht funktionieren. Das Problem ist, dass die Deutschen bei Klimaschutz Innenpolitik verstehen. Die Briten verstehen als Klimaschutz Innenpolitik. Und sowas wie Klimaaußenpolitik gibt es nicht. Und deswegen scheitern wir. Das ist das Problem. Wir wissen gar nicht, wie die Kausalitäten sind. Und diejenigen, die im Moment rasend neue Kohlekraftwerke bauen, sind fast ausnahmslos Entwicklungsländer. Und die sagen, ja, ist doch klar, wir müssen doch erstmal die Bevölkerung ernähren. Ja, ich würde da sagen, an der Stelle nur einwerfen, dass global betrachtet die reichsten Staaten der Welt, also die Industrienationen, sind für 92% der Treibhausgase verantwortlich. Natürlich haben sie eine größere Verantwortung einzulenken und natürlich müssen sie Kompensation leisten für die Klimaschäden im globalen Süden. Und wer die zum Beispiel fossile Infrastruktur in Ländern des globalen Südens gerade finanziert, das sind oftmals auch Kräfte aus dem globalen Norden. Also sozusagen, ich würde jetzt nicht die Schuld einseitig auf den globalen Süden abschieben, sondern eher in Frage stellen, mit welchem Interesse wird denn da welche Infrastruktur ausgebaut? Vielen Dank, dass du das als mit Schuld bezeichnet hast. Ich meine natürlich nicht Schuld, sondern ich meine die absolut verständliche Verhaltensweise. Und wie kommen wir aus dem Dilemma raus? Aus dieser Notwendigkeit, genügend politische, gesellschaftliche und erneuerbare Energie zu erzeugen, um dann auch den Wandel hinzubekommen. Als wir, da war ich auch selber dabei, vor 20 Jahren das Erneuerbare Energiengesetz beschlossen haben, kostete eine Kilowattstunde Photovoltaikstrom 1 Euro. Heute kostet in Ländern wie Algerien eine Kilowattstunde Photovoltaik 1 Euro Cent, also ein Hundertstel von dem, was es damals gekostet hat. Das heißt, inzwischen ist Kernenergie und Kohleenergie und so weiter ökonomisch der Photovoltaik unterlegen. Und das macht es möglich, keineswegs nur in Algerien, sondern auf den Weltmärkten, hinreichend Energie für das, was wir wirklich brauchen, zu erzeugen bei 0 CO2. Luisa, siehst du das auch so? Naja, ich glaube, wir müssen uns die eine Dimension ist die ökonomische Dimension. Und es gibt natürlich, das ist total richtig, es gibt keinen Business Case mehr so richtig für eine ernsthafte Expansion fossiler Infrastruktur, einfach weil es so viel günstiger geworden ist, Erneuerbare zu produzieren, wenn man alle Kosten, alle Kosten zusammenträgt. Was ja gerade jetzt passiert ist, ist, dass die Umweltschäden und die Klimaschäden, die durch fossile Infrastruktur generiert werden, ja in keiner ökonomischen Gesamtrechnung auftauchen. Und das heißt natürlich, sozusagen ist auch das Kostenverständnis, was wir davon haben, oder das Preisverständnis komplett verzerrt. Das liegt unter anderem daran, dass CO2 noch immer keinen fixen Preis hat, aber ja fixe Kosten hat oder teilweise fixe Kosten hat. Und damit subventionieren wir ununterbrochen CO2 und damit jede fossile Technologie. Neben dem ökonomischen Case ist aber, glaube ich, auch wichtig, über die Machtverhältnisse zu sprechen, denn viele, viele Länder überall auf der Welt, im globalen Norden und auch im globalen Süden, stehen
machtpolitisch und machtökonomisch auf Säulen fossiler Industrien und generieren einen Großteil ihres ihrer Wirtschaftskraft, ihrer Wirtschaftsleistung durch die Ausbeutung des der fossilen Ressourcen. Und das ist nur schwer gegen, sagen, theoretische ökonomische Vorteile anzurechnen, wenn noch so viel mehr damit einherkommt, was weit über sozusagen eine reine Preisfrage hinausgeht. Ich stimme dem vollständig zu. Wir müssen mithelfen, dass ein Land wie Saudi-Arabien ein neues Businessmodell entwickelt. Da kommt dann aber wieder die fantastische Nachricht herein, dass auch in Saudi-Arabien Kilowattstunden Photovoltaik der aus dem Boden gepumpten Ölgeschichte überlegen sind. Das ist ganz neu. Das ist keine 5 Jahre alt. Das ist richtig. Aber auch da, genau, Staaten wie Saudi-Arabien, ja, gibt ja einige weitere, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, man etabliert einen sozusagen festen globalen CO2-Preis, da würden ja ganze Regionen destabilisiert werden. Also so einfach ist es nicht. Und ich glaube auch, dass an der Stelle wichtig ist, interdisziplinär darauf zu gucken. Es reicht ja nicht zu sagen, naja, wie bleibt, also sagen, wo kommen die Emissionen her und wo müssen sie hin? Sondern auch die Frage von, wie organisiert man eine Transformation so, dass im besten Fall demokratische Kräfte gestärkt werden und Konflikte ausbleiben. Das ist ganz richtig. Und im Übrigen, es ist historisch so gewesen, dass die aktivsten Gewerkschaften, die im Fossilbereich waren, und die haben für soziale Gerechtigkeit gesorgt, sodass sie einen hohen politischen Stellenwert haben. Und das muss man auseinanderdividieren können. Und ich stimme dir vollkommen zu. Es genügt nicht, dass es in einem Land einigermaßen funktioniert. Es ist wichtiger für Länder wie, sagen wir mal, Venezuela, die in einer tiefen Krise sind. Und das Einzige, was noch halbwegs funktioniert, ist Ölverkauf. Genau. Einen Punkt, Ernst Ulrich, den fand ich spannend, den du gerade erwähnt hast, dass die Gewerkschaften vor allem im Energiebereich so stark waren. Ist das möglicherweise auch ein Grund, warum heute die Kohlelobby in Deutschland so massiv gegen eine Transformation ist? Ja, das ist vollkommen richtig. Die Gewerkschaft, zu der auch die Energie gehört, ist im politischen Gespräch in Deutschland der Bremser. Ja, und an der Stelle finde ich es aber wichtig, nochmal darüber zu sprechen, was denn die, was das Gewerkschaftsinteresse ist und ob das die sozusagen möglichen Interessen von Arbeitnehmern eigentlich komplett abdeckt. Was man ja auch erlebt, ist, dass die Kraft der Gewerkschaften in Deutschland tendenziell stagniert und die Gewerkschaften tendenziell schrumpfen, zumindest einige, auch weil es schwieriger geworden ist, die Interessen der ArbeitnehmerInnen abzudecken. Und was ich ganz skurril finde, ist, dass in Deutschland so lange dafür lobbyiert wurde, seitens der fossilen Gewerkschaften, den Kohleausstieg zu verzögern, wohl wissen, dass der ja ohnehin kommen würde. Und da müsste man sich fragen, ob es nicht eigentlich auch fairer und gerechter den ArbeitnehmerInnen gegenüber wäre, zu sagen, naja, wir wissen, das wird kommen. Wie sorgen wir dann dafür, dass Transformationen frühzeitig angegangen werden? In einer Zeit, in der Menschen sich noch sinnvoll fortbilden können oder Angebote wahrnehmen können, in der die Wahl, die den Leuten dann bleibt, nicht nur ist irgendwie Frührente oder Frührente, sondern in der es auch realistische Perspektiven für die Menschen geben kann. Und das wäre in meinen Augen ein Auftrag der Gewerkschaften gewesen in den letzten Jahren und in den letzten Jahrzehnten vielmehr. Und dem ist kaum nachgekommen worden. Und natürlich heilt sich dann einseitig eine Stimmung auf. Und natürlich sozusagen sorgt es dann auch für eine Deprivation seitens der Menschen, die das Gefühl haben, ihnen wird alles genommen. Und alle, die irgendwie Klimaschutz wollen, sind gegen sie. Und das ist ja niemals sozusagen, also das ist ja nicht, was zum Beispiel die Klimagerechtigkeitsbewegung möchte. Wir stellen uns ja klar auf die Seiten von Menschen, auch der sozusagen auch der Beschäftigten vor Ort, plädieren aber eben dafür, denen keine Märchen zu erzählen darüber, sozusagen welche Zukunft der Kohle in Deutschland eigentlich noch gegeben ist. Ich finde es genau richtig, was du sagst. Man muss mit den Gewerkschaften dafür sorgen, dass Alternativen jenseits von Frühverrentung aufgebaut werden. So verstehe ich auch den Koalitionsvertrag der jetzigen 3 Regierungsparteien. Im Grunde gibt es ja genau dafür die Strukturwandelmilliarden.
Die sind ja genau für diesen Zweck gedacht, nämlich in erneuerbare Energien umzustellen, neue Geschäftsmöglichkeiten, neue Geschäftsmodelle in den Regionen zu entwickeln. Aber ganz verkürzt wird ja auf der einen Seite Angst geschnürt über den Wegfall der Arbeitsplätze. Andererseits werden aber die Chancen der Transformation, also die Möglichkeiten für die Zukunft, gar nicht adressiert. Ich habe vor kurzem gelesen, dass Island und die Schweiz diejenigen, mindestens europäischen Länder sind, die die höchste Energieeffizienz haben. Das sind aber zufällig auch diejenigen Länder mit den meisten erneuerbaren Energien. Das heißt, die Energieeffizienz kann ein wesentlicher Teil der ökologischen Verbesserung und der Beschäftigungsverbesserung sein. Ja, es ist interessant. Ich glaube, dass man, also wenn wir die deutsche Energiewende oder das deutsche, den deutschen Abschied aus der Kohle nehmen, ist es sonst skurril, weil man so oft hört, und ich lasse mir das auch ganz viel sagen, dass Deutschland muss ja sogenannten Wohlstand mit sogenannten Klimaschutz verbinden, damit andere Länder sich daran Beispiel nehmen können. Und das ist natürlich befremdlich, wenn man sich anguckt, was bisher passiert ist. Der Kohleausstieg ist, der hat Geschichte geschrieben, sagen, also wie teuer kann ein Kohleausstieg sein? Deutschland hat aus voller Kraft Ja gesagt und etwas gemacht, was sich ja sozusagen kaum einen anderen Kontext irgendwie lohnen würde, eignen würde, so wahnsinnig viel Geld nicht ja nur an die Transformation, die Strukturwandel zu geben, sondern auch an die Konzerne direkt, also Milliardensummen, an Konzerne, deren Produkte sich einfach nicht mehr verkaufen lassen. Also es gibt ja auf keinem anderen Markt. Man Nokia damals gesagt, Leute, hier ist noch ein bisschen Geld, weil man eure Telefone nicht mehr möchte. Natürlich nicht. Man würde ja denken, in so einer Art Marktwirtschaft, wie das ja eigentlich hier funktionieren soll, ne, gibt es ein Konkurrenzverhältnis und man muss seine Produkte eben erneuern, wenn sich der Markt ändert und die Nachfrage. Und das heißt, kurzum haben wir etwas gemacht, was irgendwie vielleicht als Notlösung irgendwie gerade noch durchgeht, nachdem man seitens der Regierung, seitens verschiedener anderer Institutionen jahrzehntelang den kommenden Wandel irgendwie verschleiert und negiert hat und dann das Ganze mit so viel Geld zu überdecken, dass alle irgendwie zufrieden sein können, aber das ist natürlich kein Business Case, den man jetzt irgendwie exportieren kann als Kohleausstiegsvorbild. Immerhin hat die Europäische Kommission gerade mit Zustimmung der Länder das Umweltschutzprogramm bis 2030 verabschiedet und darin steht ausdrücklich drin, vollständiges Verschwinden der Energiesubventionen. Ja, und gleichzeitig könnte man sich bei der Weltklimakonferenz nicht mehr darauf einigen, die fossilen Subventionen zu beenden, sondern hat ein Abschlussstatement veröffentlicht, bei dem tatsächlich drin stand, ineffiziente Subventionen abzuschaffen, ohne irgendeine Definition, was das sein sollte. Völlig also, richtig. Mein lieber Herr Gesangsverein, das ist schon absurd. Absolut richtig. Und gleichzeitig wird im Kontext die Förderung von Atomkraftwerken diskutiert, ob die erneuerbar sind oder nicht. Da hat ja auch Bill Gates ein dickes Buch darüber geschrieben, als sei das der ganz große Klimaschutz. Halte ich für ganz großen Schwachsinn. Erstens ist die Atomenergie natürlich unvermeidlich, das sind physikalische Gründe, mit Atomwaffen verbunden. Das geht gar nicht anders. Das ist der physikalische Prozess. Und zweitens ist heute die Kilowattstunde Atomenergie teurer als die Kilowattstunde Solar. Ja, es ist ein skurriler Twist. Ich hatte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass man das schafft, diese Debatte so sehr zu beleben. Aber in Europa wird es hart werden. Olaf Scholz wird sich da entscheiden müssen, auf welcher Seite er steht. Ja. Ich spreche öfters in Diskussionsrunden über intelligente Energieverteilung, also eher über diesen systemischen Wandel. Aber meistens werde ich dann gefragt, ob Frankreich nicht eigentlich den richtigen Weg mit seiner Atomkraft geht? Also ich war selber mal in einem Beratungsgremium für Électricité de France, wo natürlich das hautnah war. Und da ist sehr viel auch Tradition dabei. Und Infrastruktur. Die ist natürlich vollständig vorhanden und für Solar ist sie nicht vorhanden.
Also rechnen die in erster Linie die Infrastruktur-Kapitalvernichtung beim Atomausstieg. Und das will ja niemand. Das ist in a nutshell die Begründung für diesen Unsinn, aber es ist Unsinn. Aber haltet ihr es für möglich, dass man einen Strukturwandel hinkriegt, sozial und klimagerecht? Ich würde sagen, eindeutig ja. Denn der Charme der erneuerbaren Energien und auch der Energieeffizienz ist die Dezentralität. Und im Moment, wenn man immer auf die Eliten schimpft, ist Dezentralisierung etwas sehr Angenehmes. Ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen da die Dimensionen auseinanderhalten. Technisch gesehen ist das natürlich möglich. Juristisch gesehen auch. Gesellschaftlich müssen wir gucken, weil was passiert, wir erleben ja eine Gesellschaft, auch einen Mediendiskurs, der jahrzehntelang Klimaschutz gegen soziale Gerechtigkeit ausgespielt hat, Klimaschutz als irgendwie so ein Einzelhobby der Grünen diskreditiert hat, so getan hat, als wäre Klimaschutz dann wichtig, wenn man nichts anderes zu tun hat und auf gar keinen Fall irgendwann eine Priorität und kategorisch etwas, wofür man irgendwen überzeugen muss und sich nicht an internationale Ziele halten muss. Und das macht natürlich was mit der Wahrnehmung der Menschen. Das macht etwas mit der Bereitschaft, tatsächlich großen Wandel einzugehen. Und das macht auch was mit dem Verständnis davon, was Klimaschutz eigentlich ist. Und noch immer ist es ja so, dass viele, 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 viele Menschen denken, dass Klimaschutz etwas ist, was irgendwie so eine Charity-Veranstaltung ist für irgendwen, dem irgendwo das Wasser irgendwo hinsteigt. Und aber immer im Verhältnis stehen muss zu den Bequemlichkeiten des Status quo. Dass Klimaschutz und vielmehr Klimagerechtigkeit eine Notwendigkeit ist, die sich aus einer heranrasenden Katastrophe ergibt, das ist ja kein Bild, was die Leute im Kopf haben. Und das ist auch kein Bild, was man den Leuten sozusagen angeboten hat, als mögliches Verständnis darüber, was wir machen. Und na, das heißt, wir starten nicht bei Null, wir starten bei minus 5.000 gefühlt, wenn es darum geht, tatsächlich jetzt schnell Wandel einzuleiten. Und sozusagen in allen Dimensionen weiter müssen wir natürlich auch anerkennen, dass selbst unsere Regierung jetzt, die arguably die progressivste Koalition ist, die wir seit langem hatten, auch nicht gewillt ist, anzuerkennen, wie groß eigentlich wie groß der Wandel ist, der kommen muss und wie tief die Veränderungen sind, wenn wir nicht akzeptieren wollen, dass sich alles verändert, und zwar durch Katastrophen, durch Konflikte, durch Klimakrise. Lass mich mal etwas sagen. Wenn wir vor 10 Jahren miteinander geredet hätten, würde ich deiner eher pessimistischen Äußerung vollkommen zustimmen. Aber seit es Fridays for Future gibt, habt ihr es geschafft, dass eine Koalitionsvereinbarung zustande gekommen ist, die doch Riesenschritte näher an dem ist, was wir wünschen. Das finde ich also eine ganz großartige Leistung, dass ihr mit eurer Glaubwürdigkeit so viele Menschen überzeugt habt, dass sogar die FDP mitmacht. Ich wollte eigentlich gerade mal reinkarten, weil ich es spannend fand, dass du gesagt hast, die Medienlandschaft, weil das finde ich auch einen sehr spannenden Aspekt. Das kommt ja auch oft vor in der Politikwissenschaft. Und auch, du hast vorhin ja auch gesagt, die ökonomische Gesamtrechnung ist sozusagen nicht präsent. Und da frage ich mich, also das ist ja auch etwas, was während zu Pandemiezeiten irgendwie auch ein großes Thema war. Also es wurden oft eben auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sozusagen Prognosen gemacht und mögliche Folgen aufgezeigt. Aber wenn die nicht zu greifen sind für die Menschen, dann sozusagen kam davon irgendwie nicht viel an oder das war zu abstrakt. Und deswegen frage ich mich, also haben wir da irgendwas gelernt sozusagen aus einer Krise für die andere? Wir haben ja jetzt auch den Herrn Lauterbach als Gesundheitsminister. Wie kann man noch irgendwas kommunizieren? Also vielleicht einmal um den Bogen zu spannen, was du gerade meintest, Ernst. Natürlich ist es wichtig anzuerkennen, dass große Schritte gemacht wurden. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen uns unserem Altersunterschied ausmacht, dass ich gucke, was muss noch passieren, damit wir da sind, wo wir sein müssen, und du guckst, wo kommen wir eigentlich her, und das ist vielleicht auch wichtig, sich da zu ergänzen in der Analyse.
die Corona-Pandemie. Also auf der einen Seite, glaube ich, gibt es ein bisschen so eine Art Missverständnis davon, was die Rolle von Wissenschaft sein kann und was sie sein muss. Ich glaube schon, dass sich die Wissenschaft so im weitesten Sinne ganz grundsätzlich fragen muss, was ist eigentlich unsere Rolle in der Klimakatastrophe? Das gilt aber auch für jede andere Berufsgruppe. Das gilt auch für die Juristen, das gilt für die Lehrerinnen und Lehrer, die ErzieherInnen, das gilt für die Handwerker und ArchitektInnen. Wir sind ja alle gefragt, in einer Krise, die alles in Frage stellt, eben diese Frage für sich auch zu stellen. Was macht man, wenn man beruflich baut in einer Welt, in der wir wissen, eigentlich können wir nicht noch viel mehr bauen, weil das ökologisch nicht aufgeht? Was müssen wir Kindern mitgeben, wenn die wissen, sie werden ihr Leben lang in der Klimakrise verbringen? Wie muss man die eigentlich bestärken? Und so weiter und so fort. Genau wie auch eben schon angeklungen ist, was heißt Außenpolitik in der Klimakatastrophe? Also wenn die Krise alles und jeden in Frage stellt, sind wir auch gefragt, uns selbst zu hinterfragen und unsere Rolle. Und uns auch zu fragen, ganz offen und ehrlich, sind wir gerade Teil vom Problem oder Teil der Lösung? Und das kann man schon auch so ein bisschen, also da kann man, glaube ich, auch schon irgendwie Linien ziehen. In der und die Wissenschaft muss sich natürlich fragen, was heißt das? Und ich spreche viel mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sagen, sie sind Wissenschaftlerin geworden, um das Leben auf der Welt zu untersuchen. Und jetzt erleben sie eine Welt, die vor allem gerade stirbt. Das Massensterben ist da und man untersucht eben nicht sozusagen, man entdeckt wenig neue Arten, aber man entdeckt immer mehr Arten, denen man nicht rechtzeitig einen Namen geben konnte, weil sie so schnell wieder ausgestorben sind. Ich studiere Geografie im Master und wir untersuchen Landschaften. Ich war gerade in Frankreich und wir wollten da Landschaften untersuchen und deren Funktionsweise und Ökosysteme und geomorphologischen Beschaffenheiten und so weiter und so fort. Und was wir letztendlich gemacht haben, so kam es mir zumindest vor, wir haben auch ein bisschen katalogisiert, was es alles irgendwann nicht mehr geben wird. Welche Ökosysteme in naher Zukunft nicht mehr sein werden und welche Kreisläufe destabilisiert werden, mehr und mehr. Und was Wissenschaft in meinen Augen auch sein muss und mehr sein muss, ist beratend zur Seite stehend für politische Entscheidungen und auch dann angehört werden, wenn die Politik das eigentlich nicht hören möchte. Das heißt aber nicht, dass Wissenschaft und Politik auf einmal das Gleiche ist, weil Politik ist, sozusagen muss sich auch anderen Konflikten stellen, die Wissenschaft nicht einseitig beantworten kann. Aber im besten Falle erleben wir natürlich mehr und mehr eine Politik, die informiert und inspiriert ist von den besten wissenschaftlichen Erkenntnissen und bereit ist, die offen und ehrlich und selbstkritisch in ihre Entscheidung einfließen zu lassen, ganz unabhängig davon, ob das programmatisch gerade bequem ist oder nicht. Also ich will vielleicht mal ein bisschen was Egozentrisches sagen von mir. Ich hatte mich in den 1990er Jahren sehr engagiert für eine ökologische Steuerreform und habe innerhalb der SPD sehr positive Resonanz gehabt. Und dann habe ich mich mit relativ klugen, jungen CDU-Leuten unterhalten. Habe gesagt, das wäre doch für die ökologische Verbesserung, das Thema Klima war noch nicht so dran, sehr gut, und die waren überzeugt. Und dann gab es in Karlsruhe einen CDU-Parteitag, da haben die das beschlossen. Wir wollen eine ökologische Steuerreform. Und dann hat der damalige Bundeskanzler Kohl gesagt, so ungefähr nur über meine Leiche, das darf auf keinen Fall passieren. Und dann habe ich gesagt, also offenbar ist es absolut wichtig, die richtigen politischen Mehrheiten im Deutschen Bundestag zu haben. Und habe mich mit meinen Freunden in der Stuttgarter SPD geeinigt, ich kandidiere für den Deutschen Bundestag. Und dann haben wir das tatsächlich auch durchgesetzt. Meine Jungfernrede im Bundestag war ökologische Steuerreform. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, erstens, dass das Thema Energieeffizienz viel wichtiger wurde. Zweitens, dass mehr Arbeitsplätze geschaffen wurden, weil es aus Sicht der Investoren rentabler wurde, Kilowattstunden arbeitslos zu machen statt Menschen. Und auf diese Weise haben wir also gezeigt, dass das, was alle Leute wollen, nämlich Arbeitsplätze und Wohlstand und so weiter, überhaupt nicht im Widerspruch zu den ökologischen Fortschritten ist. Und das haben wir dann natürlich auch weitergedacht, insbesondere in der Klimadiskussion. Und ich war mit Hermann Scheer befreundet, der eines Tages zu mir kam, als wir in der Fraktionssitzung saßen. Ja, also ich habe jetzt das Erneuerbare Energiengesetz entworfen, aber das zuständige Ministerium will das nicht. Dann bin ich mit ihm zusammen zum Fraktionsvorsitzenden gegangen und haben gesagt, wir wünschen uns jetzt eine
Diskussion in der Fraktion über den Entwurf eines erneuerbaren Energiengesetzes und eine Abstimmung darüber. Der war ein bisschen unsicher, aber dann sagt er, ja doch, machen wir. Und dann hat Hermann Scheer eine glanzvolle Rede gehalten und zwei Drittel haben nachher dafür abgestimmt und der Bundeskanzler stand auf und sagte, das war Gerhard Schröder, und sagte, gut, wir haben das jetzt beschlossen, das ist jetzt der Entwurf der SPD für ein erneuerbare Energiengesetz. Und die Grünen haben wunderbar mitgemacht. Das heißt also, da haben wir Politik verändert auf der Basis von wissenschaftlichen Einsichten. Ich war mit Hermann Scheer schon seit Jahrzehnten befreundet. Wir haben uns innerhalb der Wissenschaft kennengelernt. Das heißt also, Wissenschaft ist nicht etwas ganz Abstraktes außerhalb, sondern kann sehr wohl mit Politik koordiniert werden. Und finden Sie, man muss sozusagen jungen WissenschaftlerInnen das gleich irgendwie mitgeben, dass sie nicht pure theoretische Arbeit irgendwie nur leisten können oder müssen, ja, dass sie quasi ganz aktiv teilhaben können sollen? Es gibt beides. Es gibt Wissenschaftler, die haben einfach gar keinen Sinn für die Politik. Die sagen, wir wollen einfach nur die Sachen rausfinden und mehr nicht. Das ist zu respektieren, aber das sind nicht die Art von Wissenschaftlern, die ich meine, die wir brauchen in der Politik. Also manche eignen sich besser. Naja, also man kann auch was lernen. Also wer das nicht lernen kann, ist ein bisschen doof. Aber ich finde es vollkommen richtig, dass man Leuten, die eigentlich das stille Kämmerlein bevorzugen, die wollen wir nicht jetzt überrumpeln. Luisa, ich finde es ja großartig. Du studierst also diese Geologie, Geografie und so weiter, finde ich hervorragend. Und das, was du erzählt hast, darüber, was du jetzt zum Beispiel in Frankreich herausfindest, das finde ich ungeheuer wichtig. Es gibt ja bei den Vereinten Nationen nicht nur die Klimakonvention, sondern auch die Konvention über biologische Vielfalt. Mhm. Und da ist ja eigentlich der Zustand der Welt fast noch schlimmer. Ja, ich glaube auch, dass es da in gewisser Weise, also ich frage mich so ein bisschen, was die Rolle der Klimabewegung ist, das deutlich zu machen. Und ich glaube, man hat bisher nicht sorgfältig genug darauf geachtet, dass die Klimakrise eingebettet oder dass das Verständnis über die Klimakrise eingebettet wird in das Verständnis über eine weitere ökologische Krise. Denn das ist ja letztendlich, was wir erleben. Und wenn man jetzt aber die Klimakrise singulär auf ein Problem von CO2 beschränkt, dann drohen wir in so eine Logik reinzurutschen, in der es eigentlich nur darum geht, CO2 so zu verrechnen, dass es bei uns eben nicht mehr so auftaucht. Und dann stört es uns auch nicht. Und dann haben wir das Spiel gewonnen, in Anführungszeichen. Und dabei geht es ja letztendlich darum, um das sozusagen Leben auf der Welt zu schützen und das, was Leben auf der Welt braucht. Und wir vergessen dann ja auch ganz schnell, dass wir selbst auch eine Art sind, die gefährdet ist. Du, also ich bin mal wieder begeistert davon, was du sagst, finde ich ganz toll. Und Maria, ich finde es ganz toll, dass ihr Professor Settele in der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler mit aktiviert. Der ist in Sachen Biodiversität einer der Besten. Ja, der hat auch beim Weltbiodiversitätsbericht eine sehr, sehr tragende Rolle gespielt und macht das, was Luisa gerade gesagt hat, so plastisch und so international. Man vergisst das, man vergisst es oft. Ich glaube aber tatsächlich auch, weil wir definitiv noch keine Sprache haben, die das, was wir eigentlich am ökologischen Sterben gerade erleben, so greifen kann. Biodiversität, das sagt sehr wenigen Menschen was. Artenvielfalt, das klingt wie so ein Projekt vom NABU-Verband nebenan, aber nicht wie etwas, was mich persönlich irgendwie betreffen könnte. Und wenn man sich dann aber vorstellt, ne, in jeder Handvoll Erde, die man so vom Boden nimmt, ist mehr Leben, als es Menschen auf der Erde gibt. Und wenn das nicht mehr da ist, dann können wir da Samen reinstecken, wie wir wollen, aber da wird da nichts wachsen. Und das ist etwas, wo ich mich frage oder sehr viel drüber nachdenke, was brauchen wir eigentlich, um den Menschen dieses Bewusstsein zu schärfen und dafür zu sensibilisieren. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich erinnere mich schon daran, dass als ich jünger war,
oder so eher ein kleineres Kind war, dass es oft ein Thema war, was vorkommt, also dass Arten aussterben und dass sozusagen Tiere ihre Lebensumgebung sozusagen verlieren. Und es war was, was sozusagen mich und auch andere in meinem Alter, also wirklich jung, voll beschäftigt hat, also richtig besorgt hat teilweise. Und ich glaube, Kinder haben automatisch so eine Neugier und Liebe zur Welt und all dem Leben darin. Das ist irgendwie was, also ich erinnere mich dann, je älter ich wurde, desto weniger wurde das ein Thema. Höchstens wurde dann Klima sozusagen thematisiert, was natürlich super wichtig ist. Aber sozusagen dieses Eingeborene, so Wertschätzung oder diese Liebe dazu, ist irgendwie mit der Zeit verloren gegangen. Also vielleicht müsste man eben dort doller ansetzen. Auch ich denke, auch Erwachsene besorgt es, vor allem, wenn man sie darauf hinweist, dass ihre Kinder sozusagen nicht mehr die gleichen, ich weiß nicht mehr die gleichen Schmetterlinge sehen oder so wie sie zum Beispiel. Als ich ein Kind war, waren für mich Raupen und Schmetterlinge wichtiger als das Frühstücksbrot. Einen Punkt möchte ich nochmal sagen, der vielleicht positiv die Dinge verbinden kann, weil es gibt ja hier auch Volksbegehren, die durchgegangen sind, wie Rettet die Bienen zum Beispiel. Und da geht es am Ende ja auch um Insekten und um für die Insekten ein breites Bewusstsein hinzukriegen, dass wir da was ändern müssen. Ich finde, das ist ein wichtiger Schritt, um für diese wichtige Spezies in den Köpfen der Menschen ein Narrativ zu erzeugen. Etwas, was man erreichen muss, was uns näher ist als die lästigen Fliegen oder die krabbelnden Ameisen. Aber damit versteht man, dass es so lebenswichtig ist, weil ja nicht der Mensch und jeder von uns die Blüten selber bestäuben kann. Das ist ganz wunderbar, dass du das so sagst. Im Grunde gibt es ja zwei verschiedene Sorten von Aufgaben für unsere Generation, die Jungen und die Alten. Einerseits, dass in der Zivilisation begreifen, was es alles Wunderbares gibt und was uns einfach freut. Und was man nicht zerstören darf. Und das andere ist dann eher instrumentell. Da kann man dann zum Beispiel, Luisa, die Böden auch verwenden, um zu sagen, gesunde Böden fressen ganz viel CO2. Und an der Stelle kommt das ein Stück weit zusammen. Und dann dem CO2 Emissionen einen Preis geben und so weiter. Das sind dann instrumentelle Geschichten. Aber wenn es in der Zivilisation nicht den Konsens über die Schönheiten und die Erfreulichkeiten gibt, dann kommen auf der instrumentellen Seite meistens die falschen Lösungen raus. Ich finde, das ist ein ganz spannender Punkt, dass wir, wenn man darüber nachzudenken, was braucht es denn eigentlich, damit wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, was wir eigentlich bewahren und beschützen sollten. So christlich übersetzt wäre das sozusagen so eine Sensibilisierung für die Schöpfung. Zu entwickeln. Und das stimmt auch, dass man, ne, dass Kinder, die ja auch irgendwie bodennäher sind, rein physiologisch ein größeres Bewusstsein dafür haben, was da eigentlich alles ist an Reichtum. Und je größer wir werden, desto mehr entfernt man sich vielleicht rein körperlich von der Umwelt und dann nimmt man ja irgendwann Kinder, sagen, Kinder spielen im Wald, aber wenn sie dann keine Kinder mehr sind, dann wird auch nicht mehr im Wald gespielt. Und dann macht man vielleicht auch mal irgendwann einen Spaziergang, aber die Momente mit der Natur sind dann auf einmal sozusagen, sind dann so Postkartenmomente, wo man dann mal hingeht, um Natur sozusagen touristisch zu erkunden, aber nicht um dort zu sein, um dort zu atmen, um sich dort irgendwie einzurichten und wohlzufühlen und Leben zu leben. Und das verändert natürlich unsere Wahrnehmung dafür, was eigentlich wichtig und beschützenswert ist. Und vielleicht, um da zurückzukommen zu der Frage von Corona und Klima, haben wir am Anfang der Corona-Pandemie erlebt, wie absurd das ist, dass man Menschen und Bäume praktisch voneinander trennt und beides jeweils einzäunt und dann geht man sozusagen seiner Wege. Weil da haben wir das ja viel erlebt, gerade Menschen, glaube ich, die in großen Städten gewohnt haben. Ich wohne hier in Berlin. Man hat erlebt, wie nutzlos diese ganze asphaltierte Infrastruktur ist, wenn da kein Leben ist. Und man ist dann rausgegangen auf der Suche nach irgendwelchen Bäumen, die man mal ein bisschen umarmen kann, weil man festgestellt hat, boah, das ist eigentlich das, was mir Leben gibt. Und möchte ich in einer Welt leben, in der ich ohne Vögel aufwache? Und eigentlich will man das nicht. Und das hat keinen Preis, den man so berechnen kann, aber das ist eben
in dem Sinne unbezahlbar und hat einen Lebenswert, den man kaum fassen kann. Und diese Erfahrung, die man ganz ganz explizit mit und in der Natur macht, die zu konservieren, die zu besprechen, die auszustellen, die zu feiern und zu zelebrieren, ich glaube, es wäre ein ganz großer Schritt, um dann all das, was man politisch, technisch, industriell, diplomatisch anrichten muss und wissenschaftlich fortschreiten muss, um die Natur, die Artenvielfalt und so weiter zu schützen. Das ist mehr wert als Ökonomie. Ja. Aber im Moment beherrscht die Ökonomie die Politik. Würde ich unterschreiben. Das muss korrigiert werden und dafür habt ihr, Fridays for Future, einen unglaublich wichtigen Beitrag geleistet. Ich versuche das auf meine bescheidene Weise auch, aber die Ökonomie, die war natürlich erstmal in der Nachkriegszeit ein Heiligtum. Nachdem alles zerstört war, war man heilfroh über Ludwig Erhard und Wohlstand für alle und so weiter, sehr schön. Aber das darf nicht zum Zentrum der Zivilisation werden. Sondern das, was du jetzt so eben gesagt hast, das gehört ins Zentrum der Zivilisation. Ja, die Frage ist, wie kriegen wir das hin? Und was kann man aus Krisen wie der Pandemie lernen? Weil in akuten Krisen ja die Politik viele ihrer Fundamente umwirft und plötzlich Geld in Dinge steckt, wofür sie keins hatte. Ein gutes Beispiel ist auch die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Da hat man 30 Milliarden hingeschickt. Anstatt dass man proaktiv dafür gesorgt hätte, dass diese Kosten und Schäden gar nicht entstehen. Aber die Frage ist, wie schaffen wir ein Narrativ, das den Menschen, der Politik und den Bürgern hilft, in ihrem Kopf und auch in ihrem Herzen dort zu sein, wo wir eigentlich sein sollten und nicht bis zu der Krise die Dinge einfach immer nur laufen zu lassen. Das war eigentlich, vielleicht kann ich da einfach gleich anhängen, weil so in die Richtung ging auch meine Frage. Diese Zeit zu Beginn der Corona-Pandemie, die natürlich also sehr stressig war, aber auch so ein gewisses Momentum irgendwie hervorgerufen hat oder eine Lust auf Veränderung oder wir wollen nicht zurück zum Normal, wir wollen lieber Wandel und es hat sich so richtig so ein Schwung irgendwie teilweise ergeben. Vielleicht genau direkt anschließend an Marias Frage, also kann man zu so einem Gefühl wieder hinkommen, auch fürs Klima, was ja auch eine lange, weil zurzeit haben wir jetzt eher ja so eine Art Dauerbelastung, könnte man sagen. Willst du anfangen? Gerne, also ich halte es für möglich, aber die erdrückende Macht der Ökonomie können wir nur dann einigermaßen überwinden, wenn wir gleichzeitig ökonomische Gerechtigkeit auf der Welt haben. Das ist, was du gesagt hast über die Entwicklungsländer. Das fand ich sehr gut, Luisa, dass du es gesagt hast. Und im Moment kommt die Rechtfertigungslehre für die Ökonomie sehr stark von den Unterprivilegierten. Und gleichzeitig sind die Nutznießer die Überprivilegierten. Also da müssen wir für Gerechtigkeit in stärkerem Umfang sorgen. Und das muss eben mit der ökologischen Notwendigkeit politisch gut verbunden werden. Deswegen bin ich natürlich politisch immer sehr dafür, dass es so etwas wie eine Rot-Grün-Verbindung gibt. Und ich meine, die Legislaturperioden unter Schröder waren die ökologischsten der gesamten Nachkriegszeit. Das ist bei manchen Grünen noch nicht so ganz angekommen. Es ist aber eine Tatsache. Man brauchte unbedingt diese Sorte von Koalition, auch damit es im Volk verankert wird und akzeptiert wird. Vieles von dem, was man damals tatsächlich durchgesetzt hat, am berühmtesten weltweit, ist das Erneuerbare Energiengesetz. Das wäre ohne den Gerechtigkeitsaspekt einfach nicht durchgekommen. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, dass wir nicht mehr weniger Krisen haben werden als jetzt. Und das ist ganz, ganz bittere Erkenntnis und ich finde es massivst frustrierend. Aber den Luxus, eine Krise nach der anderen Stück für Stück abzuarbeiten und zwischendrin ist mal ein bisschen Leerlauf und dann
da beschäftigt man sich mit Popmusik und so, das ist, glaube ich, die Zeiten sind vorbei. Und tendenziell werden sich die Krisen immer weiter überschlagen, sie verschlingen sich ineinander, sie bedingen sich und beschleunigen sich gegenseitig. Und das ist eine brutale Realität, in die wir gerade reinleben. Und was wir dem entgegenstellen können, ist also nicht irgendwie die Hoffnung von wegen, irgendwann wird es mal entspannter werden, dann setzen wir uns zusammen und überlegen, was wir wirklich wollen, sondern ich glaube, was wir in diesem Augenblick, in dieser Zeit entwickeln müssen, ist eine Art Krisenmuskulatur. Also die gesellschaftliche Fähigkeit, die politische Fähigkeit, die mediale Fähigkeit, diese Krisen anzunehmen und zuzulassen, dass sie das Beste in uns hervorholt. Und dann natürlich Lösungen zu entwickeln, die nicht eine Krise, sondern mehrere Krisen gleichzeitig entschleunigen und entkräften können. Auch das erfordert von uns, dass wir über unsere eigenen ganz direkten Interessen rausdenken, also politisch zum Beispiel, sondern die nächste Krise und die nächste gesellschaftliche Gruppe mit einbeziehen in die Lösung. Das ist total herausfordernd und bisher gibt es keinen Masterplan, wie das funktionieren kann, aber in meinen Augen wäre das der Anspruch dieser Zeit. Und wir als Gesellschaft, ich glaube, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, zuzulassen, dass Krisen uns stärken können. Ich höre jetzt ganz viele Menschen, die immer wieder sagen, ja, die Klimakrise holt das Schlechteste in den Menschen heraus und es ist nicht in der menschlichen Natur, so langfristig zu denken oder für andere mitzudenken. Und das ist Quatsch. Wir wissen, dass jeder Mensch, der sich ja mit einer eigenen Rente beschäftigt hat, jeder Förster, jeder Landwirt beweist uns ja jeden Tag, dass man sehr wohl in die Zukunft hinein planen kann, auch in eine ungewisse Zukunft hinein. Und wir wissen und wir sehen ja immer wieder, dass Krisen aus Gesellschaften ganz großartige Kräfte rausholen können. Solange wir ein Gefühl von Gemeinsinn und Gemeinschaft beibehalten können und das nicht nebenbei auch noch mit verpulvert. Also ja, in dem Sinne, ich glaube, es ist die letzten Jahre werden uns rückblickend vorkommen wie noch sehr leichte Jahre, ehrlicherweise. Und wie eine Zeit, in der die Dinge noch ein bisschen einfacher zu klären waren. Und jetzt wird man, und das erleben wir jetzt ja auch ganz plastisch, jetzt reist Annalena Baerbock nur von Krise zu Konflikt, zu Krise, zu Krieg, zu Konflikt. Und wir finden das jetzt irgendwie ganz logisch, dass sie das machen muss. Und ich meine, wir sprechen gerade nur von rein europäischen Konflikten, aber das ist natürlich total absurd. Und all das mit Maske und immer im Bewusstsein, dass irgendwo ein Feuer ausbrechen könnte und natürlich irgendein Gletscher kollabiert. All das ist ja, sagen, Teil einer eskalierten Wirklichkeit, in die wir jetzt reinrutschen. Also in meinem Sprachschatz kommt jetzt neuerdings seit einer Minute vor das Wort Krisenmuskulatur. Vielen Dank. In Zeiten des Bodybuildings wäre das ja auch was, woran man arbeiten kann. Aber gibt es eigentlich ein gesellschaftliches Narrativ, was quasi über den Krisen ist, also vorausschauend? So wie, Luisa, du hattest es gerade gesagt, der Förster macht seine Arbeit auch nur, weil er weiß, dass dann in Zukunft die Bäume wachsen. Oder mit der Rente ist es genauso. Man zahlt ein, weil man glaubt, dass man damit im Alter etwas hat. Früher waren es Kinder. Und die Frage ist jetzt, was könnte das Zukunftsbild sein, mit dem man in der Gesellschaft den Modus hinkriegt, der über die Krise geht und in ein langfristiges Denken führt, was in eine gemeinschaftliche Lösung mündet. Habt ihr da eine Idee? In unserem Buch Wir sind dran haben wir gesagt, wir brauchen eine neue Aufklärung und ein Kern dabei ist die Balance. Zum Beispiel Balance zwischen Kurzfrist und Langfrist. Du sprachst vom Förster. Der Förster wird doch nicht so blöd sein, mit einem Vierteljahresabschluss zu kommen. Das wäre idiotisch, da würden die Wälder sofort kaputt gehen. Aber umgekehrt, wenn man nicht für das Hungerstillen innerhalb der nächsten 24 Stunden denkt, dann verhungert man. Das heißt also, man braucht sowohl die Kurzfrist wie die Langfrist und das muss miteinander synergistisch zusammenkommen. Das ist auch etwas, was der Wissenschaft etwas schwerfällt. Die Wissenschaft will dann immer entweder Langfrist oder Kurzfrist. Das ist ein Denkfehler. Also die Art und Weise, wie Politik gemacht wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten war ja,
und ist ja eigentlich immer noch sehr durchtränkt von sozusagen der Bewältigung des 20. Jahrhunderts. Und eine von diesen Regeln, die dann aufgestellt wurde, ist ja, dass eine gute Politik ist eine Schritt-für-Schritt-Politik. Also bloß keine großen radikalen Sprünge, weil das hatten wir ja schon mal davor und das lief gänzlich schief. Und was machen wir aber, wenn die Krisen sich sozusagen so überschlagen und eskalieren, dann werden wir große Schritte brauchen. Dann würde es ganz, ganz, ganz großen Wandel brauchen, der ganz schnell kommt. Und und dass das irgendwie auch ein bisschen furchteinflößend ist und dass Menschen da ein bisschen skeptisch werden und denken, lass uns bloß mal in Ruhe, keine Frage. Im besten Falle aber ja entwickeln wir ein Verständnis dafür, was die Alternative ist, dass wir nicht mehr die Wahl haben zwischen richtig gutem radikalen Klimaschutz und ein bisschen Klimaschutz, sondern wir haben eine Wahl zwischen richtig gutem radikalen Klimaschutz und Klimakrise. Und was wir brauchen, um sozusagen, um diesen Krisen Herr zu werden, ist sicherlich etwas, was einer großen Geschichte, einer großen Erzählung ähnelt, darüber, wie die Welt grundlegend besser sein kann. Und das Schöne ist ja, und vielleicht, um da nochmal konkret auf die Frage einzugehen, das Schöne ist ja, dass wir wissen, dass alles ist kein Zufall. Die Klimakrise ist kein Zufall. Die Pandemie ist mehr als ein Zufall, definitiv. Die diverse Konflikte, die wir in diversen Ecken und Enden gerade erleben, das sind keine Zufälle, sondern das sind auch Aneinanderreihung an politischen Ausbeutungsmechanismen und Entscheidungen und einem Ungleichgewicht zwischen dem, was ein Planet zum Beispiel ökologisch leisten kann und das, was wir von ihm verlangen. Und in dem Augenblick, wenn wir uns bewusst machen, das kann auch anders laufen, ist ja eine Bewältigung dessen gar nicht mehr so abwegig. Und dann leuchtet natürlich am Ende des Tages vor allem ein Leben, was für Menschen glücklicher und sicherer und reicher und nachhaltiger und wohlständiger sein kann. Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man sich da eigentlich ganz gut reindenken. Und um nur ein plastisches Beispiel zu nennen, man weiß aus der Konflikt- und Katastrophenforschung zum Beispiel, dass wenn große Katastrophen auf Gesellschaften kommen, dass in den Monaten und Jahren danach die Scheidungsraten nach oben gehen, weil Krisen, die eine Gesellschaft erlebt, der wird immer ausgelagert in den kleinsten, privatesten Raum. Der landet immer in den Familien, der landet zwischen Eltern und Kindern, zwischen Geschwistern, zwischen Ehepartnern und so weiter und so fort. Und das heißt sozusagen, wenn wir, um langfristig stabile und gesunde und schöne Beziehungen zu führen, brauchen wir auch irgendeine Art von Setting, das uns nicht ewig mit irgendwelchen Konflikten und Herausforderungen belastet. Und am Ende des Tages, landen wir also bei einer Erzählung, in der Menschen in sichereren und schöneren Beziehungen leben können, weil sie wissen, sie müssen nicht alle paar Wochen, Monate oder Jahre irgendwelche Konflikte oder Fehlentscheidungen der Regierung unter sich austragen. Und vielleicht wäre da schon etwas, auf das man sich freuen kann. Danke für das schöne Zukunftsbild. Ich glaube, da wollen wir alle hin. Und das ist ein Ansporn. Ganz herzlich möchte ich mich bei euch dreien bedanken für die spannenden Einblicke und Erkenntnisse zu den Fragen, wie wir mit diesen vielfältigen, großen Krisen, die auf uns zurollen, umgehen. Einerseits eine Krisenmuskulatur aufbauen, und andererseits aber auch Visionen und Lösungen entwickeln, wie wir die Antworten finden auf die großen Fragen unserer Zeit und wie wir das dann gesamtheitlich hinkriegen, als Gesellschaft, als Politik und als Wissenschaft. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Da möchte ich auch empfehlen, dass ihr reinschaut in die Shownotes. Da findet ihr weiterführende Links und Hinweise. Und gerne könnt ihr auch den Link zum Podcast weiterleiten, damit auch eure Freunde von der Diskussion profitieren. Und damit ihr keine Folge versäumt, könnt ihr gerne auch die Serie abonnieren. Spannende Themen warten noch, wie zum Beispiel Biodiversität. Du machst dir Gedanken zu den großen Fragen unserer Zeit und würdest gerne mehr erfahren über die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler? Dann schau bei uns vorbei unter www.vdw-ev.de. Hier findest du alle wichtigen Informationen über uns, unsere Projekte und natürlich zur jungen VDW. Das war Einer muss es ja machen.